Balea wirklich? Also ich dachte erst, der wird überarbeitet, weil der war ganz, ganz lange nicht im Online-Shop. Und dann habe ich hin und her überlegt, sollst du den überhaupt vorstellen? Was ist, wenn die den währenddessen verändern? Also ich habe einen Reel gemacht, zum einen im Vergleich zu dem Geek and Gorgeous Produkt vom Aussehen her. Sonst haben die aber nichts gemeinsam. Ich sehe genau, du hast noch nicht abonniert. Falls du das noch nachholen möchtest, unterstützt du mich, unterstützt meinen Kanal. Das kann man übrigens auch mit dem Daumen nach oben machen und vielleicht hast du ja Bock, irgendwas in die Kommentare ranzuhauen. Falls du richtig gut drauf bist, kannst du auch eine Kanalmitgliedschaft abschließen. Was bringt dir das genau? Gar nichts. Ich schaffe es leider nicht, da irgendwie mehr Videos hochzuladen. Aber vielleicht können wir es ja so regeln, dass du vielleicht vorzeitig in meine Videos reingucken kannst. Da gibt es nämlich eine Funktion bei YouTube. Also, falls du Bock hast, danke für die Aufmerksamkeit. Tschüss! Solche Marken gehen gerne her und nutzen das Marketing oder das USP von anderen, um eben so Erinnerungskicks beim Endkonsumenten zu erlangen. Das ist ja ganz klar. Du denkst, dass wenn du den Geek and Gorgeous Balm verwendet hast, dann weißt du sofort, oh, das sieht so aus. Vielleicht ist das eine günstige Alternative. Das probiere ich aus. Und ist dieser Effekt nicht perfekt? Er ist es. Ich werde euch mal ein paar Kommentare hier einbinden von der Homepage von DM. Denn die besagen genau das, was ich jetzt sage. Du hast hier Knete. Also, sowas habe ich noch nie erlebt. Ich habe jetzt schon wirklich viele Balms ausprobiert. Und einige Öle haben das Problem, man kriegt sie nicht richtig runter. Und lasst euch eins an der Stelle gesagt sein: Ihr müsst den Reiniger richtig runter machen. Ich kriege immer wieder Kommentare, die besagen: Ah, für mich ist das ganz gut, weil ich habe trockene Haut. Nee, nee, du machst es drauf, nicht um zu pflegen, sondern um zu reinigen. Denn du solltest reinigen. Und wenn die Reinigung nicht richtig gut runtergeht, dann ist es kontraproduktiv für deine Haut und kann zu Problemen kommen, sei es irgendwie verstopfte Poren oder was auch immer. Der Cleanser muss runter. Und jetzt wird es diejenigen geben, die sagen, ja, Double Cleansing. Ich mache auch Double Cleansing, wenn ich geschminkt bin. Also stresst eure Haut nicht zu viel. Wenn ihr eine fettige Mischhaut habt, wie ich, und zu viel in eurem Gesicht rumreinigt, und Double Cleansing ist zu viel rumreinigen, fettet die Haut mehr nach. Das darf man nicht vergessen. Und ich würde auch generell sagen, ihr müsst nicht zu öligen Cleansern greifen. Ihr könnt auch was anderes verwenden, ne? Also ich habe das auch schon oft gemacht. Für mich funktioniert der Ölcleanser aber halt am Abend besser, weil erstens, wenn er richtig runtergeht, kriege ich damit einfach alles runter. Und wenn ich geschminkt bin, muss ich da nicht noch zusätzlich ein Produkt dazu holen. Hier schon. Denn du rubbelst dir einen zu Tode. Also, es würde schon runtergehen, wie gesagt, aber du musst halt rubbeln, weil sich dieses Produkt nicht richtig auflöst. Ich habe das in der Form wirklich noch nie erlebt. Ich habe schon etliche negative Kommentare zu dem Balm mitgekriegt und dachte mir so, oh, schade. Weil ich habe mich wirklich gefreut, als das rausgekommen ist. Und ich dachte wieder, das ist so ein Effekt, dass du das drauf machst und nicht richtig runterkriegst. Nee, nee, du kriegst den runter. Also du reinigst schon. Aber ich befürchte, das reinigt nicht hundertprozentig gut. Also ich mache jetzt die Packung mal leer, aber das Feeling von dem Cleanser mag ich nicht so, muss ich ehrlich sagen. Also da würde ich lieber gerne wieder zum Öl greifen von Balea, was ja unschlagbar gut ist. Nicht das Ultrasensitive, weil das hat die Eigenschaft, dass es nicht richtig runtergeht. Nein, nein, das andere. Und ich weiß nicht, guckt da keiner über das Produkt, probiert da keiner, geht mit diesem Produkt Make-up runter. Gibt man das einfach dann so raus und der Endkonsument wird es schon kaufen. Jetzt gehen wir mal das Prozedere durch. Vielleicht haben sie ja
das Produkt ein bisschen verändert jetzt. Man weiß es nicht. Ihr könnt mir das dann gerne unten mal in den Kommentaren schreiben. Weil da gehen Konzerne auch ab und zu mal her, so währenddessen, und verändern ein bisschen was. Also dazu kann ich ja jetzt nichts sagen. Falls sie es verändert haben, schreibt mir das bitte unten in die Kommentare. Das würde mich wirklich interessieren. Und wie schon gesagt, so ein Cleanser, so ein Ölcleanser muss runtergehen. Da darf nichts auf der Haut bleiben. Also der funktioniert für mich halt mit warmem Wasser eher am allerbesten. Ich würde jetzt eh nie mein Gesicht mit kaltem Wasser waschen, weil warm, da kriegst du halt einfach alles runter. Und ich habe auch immer so ein bisschen jetzt gewartet, reagiert meine Haut da drauf? Nee, reagiert halt nicht drauf, aber meine Haut ist ja auch so nicht das Maß der Dinge. Also ich habe keine empfindliche Haut, ich habe eine fettige Mischhaut, die zu verstopften Poren neigt, ich habe große Poren und ich habe dann immer so ein bisschen geguckt, kriege ich davon irgendwie Pickel oder so? Nee, kriege ich nicht. Und ich will auch nicht sagen, dass das jetzt irgendwie ein mega schlechtes Produkt ist. Es ist cool, die Leute, die damit zurechtkommen, go for it. Ne? Skincare muss wirklich Spaß machen. Aber hier ist es eine persönliche Sache bei mir. Ich habe das Gefühl, ich kriege das in den Händen nicht weich. Also es wird nur weich, aber es zerschmilzt nicht. Und wenn ich es dann auftrage, habe ich echt das Gefühl, so, das ist für mich zu viel Widerstand. Catrice hatte mal so einen Balm, den haben die rausgenommen. Ich weiß nicht, warum sie den rausgenommen haben. Die hatten mal in so einer Tube so einen Balm, den habe ich, glaube ich, auch vorgestellt. Und der war gut. Der war richtig gut für die Drogerie. Aber ich glaube, den gibt es nicht mehr. Der ist irgendwie verschollen aus dem Sortiment. Und das ist es wirklich nicht. Ne? Also denk mal an die Leute, die wirklich geschminkt sind. Sollen die jetzt nochmal ein extra Produkt verwenden? Und lasst diese Double Cleansing Sache sein. Wenn ihr jemand wie ich seid, der sich kaum schminkt, ihr müsst nicht Double Cleansen. Wenn ihr geschminkt seid, dann tue auch ich Double Cleansen. Selbstverständlich. Aber noch einen extra Reiniger dazu holen, um das Öl runterzukriegen? Nee, warum? Und dann habt ihr noch zusätzlich eine fettige Haut und wundert euch, warum eure Haut noch zusätzlich nachfettet. Wenn ihr die austrocknet, waschen ist immer, und das klingt jetzt an der Stelle natürlich super blöd, waschen ist immer ein Stress für die Haut, ne? Und je weniger und je sensibler du mit deiner Haut umgehst, desto besser. Und für diejenigen von euch, die irgendwie eine trockene Haut haben, da zählt am Morgen beispielsweise auch. Guck mal, ob du ohne Waschsubstanzen am Morgen auskommst. Nur warmes Wasser. Denn das reinigt auch. Ich durfte das bei meiner Haut nicht machen. Und Fakt ist halt eben auch, wenn du jemand mit fettiger Haut wirst und du merkst einfach, Ölcleansing, Balm oder was auch immer funktioniert bei dir nicht, dann lass es sein. Ich bin zum Ölcleansing oder zu den Balms. Mit Ölen komme ich ein bisschen besser zurecht, aber es gibt halt eben auch ein bisschen preisigere Produkte wie den Bayer & Söhne Balm oder der von der Shenya, der ist echt auch mega gut. Aber ansonsten halt in der Drogerie gibt es halt dieses Balea-Öl oder von Rossmann, dieses Isana-Öl, das ist auch richtig gut. Und wenn du damit zurechtkommst, super. Aber wenn du merkst, es geht nicht, lass es sein. Lass es definitiv sein. Guck dir deine Haut an, was möchte deine Haut von dir, ne? Und wenn deine Haut sagt, nee, lass diese Scheiß, ich krieg Pickel von dem Mist, dann mach's nicht. Nur weil sämtliche Skincare-Influencer im Internet propagieren, dass Ölcleansing das A und O ist. Nee, und im Sommer gehe ich auch meistens her und mach's halt nicht mit Öl, ne? Sondern mit einem guten Waschgel, und selbst da fährt man richtig gut. Das Einzige, was du halt wirklich berücksichtigen musst, was sagt deine Haut? Und trockne deine Haut nicht zu viel aus, wenn du eh irgendwie jemand wie ich bist, der eine fettige Haut hat. Je mehr du deine Haut austrocknest, desto mehr fettet sie nach. So läuft's halt nun mal, ne? Und Balea, es gibt Produkte, die funktionieren. Also man kann mir doch nicht sagen, man kann das so nicht hinkriegen. Also ihr schreibt mir, meine Zuschauer, ihr da draußen, schreibt mir unten in die Kommentare, ob die an dem Produkt irgendwas verändert haben. Auch wenn deine Meinung komplett von meiner abweicht und du super mit diesem Produkt zurechtkommst und es liebst,
schreibt es doch unten in die Kommentare. Wir sind so individuell, dass jede Meinung zu dem Produkt zählt. Also schreibt es gerne unten in die Kommentare. Ich melde mich an der Stelle wieder ab, bedanke mich bei dir fürs Einschalten. Ein Däumchen wäre wirklich ein Träumchen und du weißt schon, wir sehen uns in den Kommentaren wieder. Mach's gut, tschüss!